So, damit hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 Spin Tires. So, wir werden uns jetzt daran machen, die nächste Verdeckung aufzudecken. Die letzten Meter. Plopp. So, wie viel fehlt uns noch? Eine. Das sollten wir auf jeden Fall in dieser Folge noch schaffen. Wenn ich mich nicht ganz um einstelle. Okay, geradeaus. So. Was werden wir dann danach machen, wenn wir die Aufdeckungen fertig haben? Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Garagen freischalten. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann später. Und was werden wir noch so einstellen? Wir werden ja alle Fahrzeuge, die es so gibt, noch freischalten. Aber ich denke, da haben wir mittlerweile fast alle. Das ist jetzt nicht wahr. Okay. Und danach geht's ans Holz abliefern. Und wenn wir das dann alles haben, geht's zur nächsten Karte. Hardcore-Modus. So, das ist jetzt bisher unser stärkstes Auto, was wir gefunden haben. Das kommt eigentlich überall durch. Eigentlich. Ich habe gerade Lags. Ich hoffe, das geht wieder weg. Sonst müsste ich mal kurz die Aufnahme pausieren. Mal gucken. Okay, wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Ich fahre jetzt hier diese Kurve, versuche auf den Weg zu kommen. Hier hin und dann diesen Weg da. Also genau in die andere Richtung. Ah. Okay. Haben wir wenigstens mal das Umlenken geübt. Was ich hier gerade für einen Aufsatz drauf habe auf dem LKW, habt ihr in der letzten Folge gesehen. Aber ich kann es nochmal sagen, das ist der Utility Truck. Und zwar kann ich jetzt hier mein Auto reparieren. Ganz praktisch bei meiner Fahrweise. So, hier geht es jetzt nach rechts. Ja, diese Senken sollte ich nicht zu schnell fahren, sonst kriege ich immer immensen Schaden reingeknallt. Macht nicht so viel Spaß. Aber es macht einfach mehr Spaß, voll reinzufahren. Also fahre ich lieber einfach voll rein und scheiß drauf. So. Ja, jetzt fahre ich hier lang und versuche dann irgendwie rechts durchzukommen. Ah, da drüben ist der andere Weg sogar schon. Ich muss mal kurz schauen, was ist mit den Lags. Ich bin gleich wieder da. So, mal schauen, ob es jetzt besser geworden ist. Ich hoffe es doch. Da. Sehr gut. Die Lücke. So, Differential und Allrad wieder an und Vollgas gegen den Baum. Das war auch mein Plan, ja. Oh ja. Okay, jetzt links. Und jetzt muss ich gucken. Ja, dem Weg halt folgen. Ich glaube, das schaffe sogar ich. Erstmal alles wieder ausmachen. Allrad und Differentialsperre. Gut, Differentialsperre nicht, aber der Allrad verbraucht nämlich mehr Treibstoff. Und wir haben bald keinen mehr. Das heißt, ich müsste mir dann rein theoretisch ein zweites Auto mit einem Tank Laster-Anhänger holen. Und dann hier hinfahren. Und da ist ein Auto. Ich glaube, ich hole mir erst das Auto. Vielleicht ist das ja irgendwas Tolles. Oh ja, das ist ein Typ A. Ich weiß nicht, was Typ A ist, aber es klingt gut. So. Die Aufdeckung kann warten. Und egal, was das für ein Auto ist, das werde ich jetzt nehmen, um zur letzten Aufdeckung zu fahren. Einfach nur so. Wahrscheinlich ist das dann irgendein kleiner Jeep, der nichts kann. Wo ich dann
drei Folgen dafür brauche, um zu der Aufdeckung zu kommen. Aber dann ist es eben so. Dann müssen wir da alle durch. Ah ja, können wir hier gleich reinfahren, das passt doch. So, auf Verkehr müssen wir, ich glaube, dieses Mal nicht achten. Nein. Ausnahmsweise mal frei. Hier links. Aber in einem Zug schaffen wir das natürlich nicht. Aha. Ja. Ich freue mich auch schon auf die Updates, die bald rauskommen sollen. Fürs Metaios, also neue Karten, dann vielleicht auch mal ein neuer Modus, dass man nicht nur die Baumstämme rumtransportiert. Vor allem auf die neuen Fahrzeuge bin ich halt gespannt, was sie da noch so machen. Soll ja immer weiterentwickelt werden. Ich hoffe, die bleiben da richtig schön lange dran, dass das Spiel sich noch zu einem mega geilen Spiel verbessert. Weil momentan ist es wirklich cool, aber ich denke, der Langzeitfaktor, Langzeitmotivationsfaktor, ja genau das wollte ich sagen, ist noch nicht so ganz gegeben. Und was haben wir? Es war so klar. Es war so klar. Natürlich so ein scheiß Jeep. Aber okay, ich hab's gesagt. So, wahrscheinlich bleibe ich jetzt alle 2 Meter stecken. Also hier raus. Den Weg lang. Bis dahin. Also links, okay. Okay, der hat schon mal keinen Treibstoff mehr. Garage ist aber gleich nebenan. Ja, ich glaube, hier kommen wir schon mal nicht mehr raus. Oh wow. Das ging gut. Besser als gedacht. Okay, ich wollte jetzt schauen, wo es lang geht. Rechts. Ah, dieser Wendekreis, der gefällt mir. Der Jeep ist mein neues Auto, Lieblingsauto jetzt. Das steht fest. So. Ja, wenn ich jetzt die Brücke mit dem Jeep runterfalle, kann ich, glaube, aufhören zu spielen. Das wäre so peinlich. Boom. Zack, kaputt. Wie er sich da durchbuddelt, herrlich. Okay. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Hat wohl ein bisschen Schluck auf, der Kleine. Wegen so einem kleinen Rums da gleich in die Knie zu gehen. Ja, ich muss jetzt hier durch. Und dann rechts. Die Strecke kennen wir ja schon. Auch wenn ich das letzte Mal die Brücke einfach runtergefahren bin, weil mir langweilig war. So, der müsste jetzt eigentlich übelst Vollgas geben. Das ist ja ein Auto. Die Trucks sind gefühlt 40 gefahren, der müsste jetzt mindestens gefühlte 60 fahren können. Aber die Lenkung ist auch echt geil. Handbremse gibt's nicht, oder? Oh, natürlich. Was auch sonst. Kaputt. Ich glaube, ich fahre lieber etwas langsamer. Ein Schlag, zu schnell gefahren, auf die Straße aufgesetzt und bam, komplett kaputt. Und da flog ein Stein. Tschüssi. Das ist ja fast wie Gold Simulator. Auch wenn ich den nie gespielt habe. So, mal in einem Zug. Ach, hier ist der Stein von gerade eben. Nett. Hallo Steini. Ich hänge jetzt nicht wegen dem Stein fest. Nein. Gut. So. Wenn ich jetzt nochmal das Auto ganz kaputt mache, dann war es das. Dann habe ich keine Reparaturpunkte mehr. Dann müsste ich mir ein anderes Auto holen, dem Auto hinterherfahren, das reparieren. Tschüss Steine.
Moment. Ich glaube, die Steine haben Angst vor mir. Das Auto ist aber auch furchterregend. Das ist Wahnsinn. Das hoppelt ja richtig hier lang. Wow. Also der Fahrer muss schon längst seekrank geworden sein. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wo es hingeht. Es wäre sinnvoller gewesen, diesen Weg zu fahren. Aber jetzt ist es zu spät. Also schaue ich jetzt, dass ich hier links hochkomme. Irgendwie, vielleicht. Da sieht es doch gut aus. So. Das ist natürlich das Tolle an dem kleinen Auto. Das kommt einfach mal durch so einen Wald ohne Probleme durch. Aber ich bezweifle, dass wir jetzt den Hang hier hochkommen, wenn das nicht mal der andere mit den vier angetriebenen Achsen geschafft hat. Ich dachte es mir schon. Obwohl, noch buddelt er. So ein bisschen hin und her lenken. Okay, wir stecken fest. Hoffentlich nicht komplett. Ja, dann müssen wir uns jetzt von Baum zu Baum hangeln wie Tarzan, wenn ich mal sagen. Die Kamera. Jetzt. Kamera bleibt stehen. So, danach zu dem Baum da oben. Aber so weit müssen wir jetzt erstmal kommen. So, sehr gut. Das läuft. So, Handbremse. Das lösen und sieht nicht so aus. Nein. Dann eben zu dem Baum. Hauptsache wir kippen jetzt nicht um, das fehlt mir jetzt gerade noch. So, Handbremse. Oh, ich hatte die Handbremse noch an. Na gut. Na gut. Ja, ja. So, ein Stückchen rückwärts. Ohne Handbremse. Und jetzt Vollgas nach vorne. So, lösen. Okay, läuft doch, läuft. So, jetzt nach weiter rechts versuchen. Oh Mann. Obwohl, da stehen schön viele Bäume, das könnte sogar klappen. Jetzt mit Vollgas hier runter. Und schauen, dass ich möglichst weit hochkomme. Ja, zum Beispiel so. Was würde ich nur ohne der Winde tun? Nicht viel auf jeden Fall. So. Einfach mal die Fliegenpilze da überfahren. Braucht ja auch keiner. So, jetzt dahin. Das hier lösen und wir haben es geschafft. Wenn er jetzt nicht am letzten Millimeterchen bleibt. Aber es sieht gut aus, okay. So, hier versuche ich mal links vorbeizufahren. Oder einfach stecken zu bleiben. Ich glaube, sobald ich stehen bleibe, habe ich verloren. Mit dem Auto. So schön am Baum vorbei oder einfach volle Möhre rein, geht auch. So. Ein Stückchen rückwärts. So, ziehen. So, und jetzt Feuer.
Na gut. So, da. Ich glaube, wir stecken jetzt... Nein, noch nicht. Noch nicht. Betonung auf noch. Na, schafft das? Nein, durch die Bäume nicht. Okay. Rechts vorbei dieses Mal. Ich erzähle, dass du zu breit dafür bist. Das glaube ich dir nicht. Und wir stecken fest. Nein. Wie weit ist es denn? Noch, oh Mann. Ja, da haben wir uns ja für die letzte Folge noch wirklich viel vorgenommen. Für die letzte dritte Folge, genau. Das ist die letzte dritte Folge, danach gibt es nämlich die vierte Folge. Keine dritte mehr. So sieht das hier aus. So, wie komme ich jetzt da durch? Links vorbei klingt ganz in Ordnung. Also da. Und Feuer. So, jetzt zwischen den beiden. Mal ein bisschen da hinziehen. So, reicht schon. Und wieder eingesunken. Willst du mir jetzt nicht erzählen? Doch, will er. Wo komme ich denn hier noch durch? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein Stückchen wieder zurück. Das Auto gefällt mir nicht. Aber jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich wohl durchziehen, bis der Treibstoff alle ist. Ach, was habe ich mir da nur angetan? So lenkt man nämlich mit einer Seilwende um, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. So, von hier aus versuche ich jetzt einfach nach rechts. Okay. Etwas dunkel, aber ich sehe sowieso nichts mit der Kamera. Ich versuche jetzt mal da hinzukommen. Viel schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden. Jetzt versuche ich hier mal rechts irgendwie durchzukommen. Und zwar indem ich jetzt da drüben mich festmache. So. Genau. Ich werde jetzt nicht an einem Busch scheitern, bestimmt nicht. Okay, jetzt sehe ich natürlich wieder gar nichts. Jetzt ein bisschen darüber. Gut, reicht. Und jetzt irgendwie nach vorne.
Dann hoffe ich, sehe ich wenigstens ein kleines bisschen was. So. Jetzt nach rechts. Ein Stückchen noch. Ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen. Komme ich hier durch? Nein, komme ich da durch? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Let's try. So, jetzt ein Stückchen darüber. Ich sehe schon, dass ich auch wieder nicht durchkomme. Obwohl, oh mein Gott. Jetzt nur nicht stehen bleiben, egal was passiert, nicht stehen bleiben. Egal. Na gut. Ziehen wir uns doch ein Stückchen zur Seite. Und dann geht's. Na, ein Stückchen noch. Ein Stückchen. Ja. Und lösen und Gas geben. Das ist jetzt natürlich blöd, aber ich glaube noch mal ganz weit zurück und mit der Schwung dadurch rammelt. Jetzt wird das hier nichts. Hier der Weg schon zu kaputt ist. Schafft man das? Ich glaube es zwar nicht, aber... Nein. Ich hasse kleine Bäume, ich hasse sie. Ich war so weit. So, ich müsste also mehr nach da. Mit ein bisschen. Hilfe beim Anschieben. Ich bleib stecken. Okay, dann kann ich jetzt nur versuchen, entweder weiter rechts. Was nicht so verkehrt aussieht, oder weiter links. Ich will da hinten Wasser. Ey, alle 3 cm bleibt der scheiß Ding stecken. Langsam rechts. Gib aber Stoff, Werner. Komm. Mach den Kopf zu. So, bleiben wir jetzt erstmal stehen. Also, jetzt links. Das ist links. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Dieses Auto. Wieso habe ich mir das nur angetan? Freiwillig. Nur für euch. Nein, also ich glaube, so brauchen wir für die 200 Meter noch eine Stunde. Das bringt nichts. Ich wollte gerne in dieser Folge noch hier durchkommen. So, was haben wir gerade? Das passt. Gut. Rosa Rät ist auch gut. So, nach rechts. Los geht's. Jetzt ist Schluss mit lustig. Das war ja gerade ein totaler Fehler mit dem kleinen Ding, ey. Durch den halben Wald gebuddelt, dann bleibt das Ding am Wegesrand stecken.
Natürlich. Ich habe mich schon gewundert, wo das Ziel hin zeigt. So. Vielleicht kommen wir dann dort vorbei, da können wir den Jeep wenigstens auf dem Weg rausziehen. Falls wir ihn doch mal wieder benutzen wollen. Um mich an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Ja, das geht irgendwie zumindest schon mal noch besser. Geht's noch nicht die Brücke runter und schon? Das wär's jetzt noch. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. So, haben wir jetzt hier irgendwas, um mich wieder gerade zu stellen? Nein. Okay. Ich könnte jetzt versuchen. Okay, nochmal. Diese Folge gefällt mir nicht. Das entwickelt sich in eine sehr schlechte Richtung. Aber das ist Bintest, das gehört dazu. Denke ich. Vielleicht stelle ich mich auch gerade wieder total dumm an. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich kann ja noch einen kleinen Ausblick geben, währenddessen ich zum zweiten Mal versuche, über die Brücke zu kommen, zu unserem Kanal, und zwar wird Simon Schiam demnächst noch eine neue Folge The Forest zeigen. Ich werde wohl noch ein Mirror's Edge spielen. Ich habe das schon einmal durchgespielt, das Ganze ist aber schon so 5-6 Jahre her, also ich weiß davon nicht mehr so viel. Jetzt muss ich mich nur kurz konzentrieren. Geht auch. Und ja. Bemerkt habt ihr bestimmt schon, dass Dota 2 ziemlich oft rauskommt. Dann werden wir noch Borderlands 2 Let's Play Together rausbringen. Muss jetzt nur noch hochgeladen werden. Ja. Wir haben noch einiges vor uns. Und ob euch das gefällt, könnt ihr uns mit einem Daumen zeigen. So, die Folge geht normalerweise nur noch 3 Minuten, aber ich werde jetzt einfach so lange überziehen, bis ich die Verdeckung habe. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge anfangen, die letzten Autos noch freizuschalten. Wenn wir kurz gucken, ob da schon eins zu sehen ist auf der Karte. Nein. So, hier ist dann zum Beispiel so ein Ziel, wo wir hinliefern. Haben wir noch irgendwo eins? Hier holen wir das Holz. Boah, dann müssen wir über die ganze Karte gleich mal ein bisschen gucken. Als nächstes werde ich dann erstmal diese Werkstatt hier freischalten, ganz einfach, damit wir schnell zum Holz kommen. Dann kann man hier, ich glaube, diesen Weg hier so ein bisschen die Straße hoch. Hier hinter und zum Ziel. Ja gut, das ist dann eigentlich nur Straßefahrt. Denke, das ist machbar. Aber ich bin halt etwas verschnupft, ich weiß gar nicht wieso. Naja. So ist das. Ist aber auch schlechtes Wetter heute. Kalt und eklig. Und das im Sommer. Naja. Okay, bevor ich jetzt noch weiter will, aber ein bisschen auf der Straße gucken. Also fahren den Weg jetzt geradeaus. Ne, wir fahren den Weg jetzt hier hin und dann rechts. Genau. Hört sich doch gut an. So, hier rechts. Hier rechts.
Okay, wo fahren wir jetzt? Am besten hier links und dann rechts. Da, da, da. Da, 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 da. Auf einen ganz tollen Weg. Es klang gerade, als wäre das komplette Auto fast in die Luft geflogen, aber es waren nur 10 Schaden. Ja. Ich will ja noch ein bisschen rechts ranfahren, mal gucken, wie es weitergeht. Eigentlich kann ich jetzt den Weg immer geradeaus fahren, wenn der so leicht links geht, dann dürfte ich fast direkt hinkommen. Und hier wird der Weg auch wieder besser. Juhu. Machen wir mal die ganzen Offroad-Fahrhilfen aus. Aber ja, schneller werden wir trotzdem nicht. Okay, hier links ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Da stecke ich nur wieder ein bisschen fest. Aber hier, das sieht doch sehr nach einem Weg aus. Ja, nehmen wir den. Ist das jetzt ein Weg oder nicht? Jetzt müssen wir direkt geradeaus. Oh Gott. Warte mal kurz, ich muss niesen. Doch nicht niesen, aber fast. Pure Selbstbeherrschung, dass ich gerade nicht genießt habe. Ich fahre lieber mal noch ein Stückchen. So. Das wäre jetzt mit dem Jeep sehr lustig geworden. Da wären wir nur noch mit Bäumen vorwärts gekommen. Wie Tarzan. Oh, was hier manchmal für Steine rauskommen aus dem Boden. Steine aus Stein. Ich glaube, es war keine allzu schlechte Entscheidung, jetzt hier auf dem Weg zu bleiben. Weil er nämlich wahrscheinlich... Ja. Er führt genau dahin, wo wir hinwollen. Und wir nicht. Aber jetzt stelle ich mir so eine Ego-Perspektive, also... Fahrerperspektive echt genial vor. Wenn er sich so durchwühlt und ich als nur hin und her. Okay, jetzt soll ich irgendwo links. Da ist nämlich. Sollte ich da links oder nicht? Der Weg geht da nämlich auch nach links. Wir fahren mal hier weiter. Ging ja bis jetzt sehr gut. Hier war. Nein, hier waren wir noch nie. Ich hatte gerade das Gefühl von einem Déjà-vu, aber nein. So, jetzt haben wir schon überzogen, aber es war ja klar. Wir sind jetzt hier irgendwie nach links, aber wie? Ich will einen Weg nach links, links. Los jetzt. Ich fahre ja nicht noch dreimal im Kreis, bis ich einen Weg gefunden habe. Hier links. Habe ich gerade so spontan beschlossen. Genau dadurch. Tschüss, Baum. So, hier rechts wollte ich eigentlich durch. Sehr gut. Rechts, ja. Und da vorne sehen wir es auch schon. Tadam. Ich will da durch. Jetzt mal ohne Mist, wie komme ich da hin?
Dafür bin ich zu groß, das habe ich gerade gemerkt. Ich will das jetzt eigentlich nicht machen, weil ich da denke, dass wir gleich festhängen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja, das war richtig. Oh Mann. Das war jetzt, ist bestimmt ein übelst leichter Weg bisher. Und Erfolg. Nein, es gab wirklich nur solche behinderten Wege. Okay. Und keine neuen Orders, das heißt, wir haben schon alle freigeschaltet. Alle 7. Nochmal gucken. Tatsächlich. Immer noch nicht mein schönes Auto dabei, was ich unbedingt mal testen wollte. Mann, Mann, Mann. Wenn ich dran denke, werde ich euch ja danach mal das Auto so mit dem Bild zeigen, also ein kurz einblenden, dass ihr wisst, was ich meine. Wenn ich nicht dran denke, dann müsst ihr euch halt gedulden, bis wir das endlich mal auf einer Karte gefunden haben, oder ihr guckt einfach selber. Ja, das war's dann jetzt auch schon mit Erfolg. Als nächstes werden wir halt noch diese Werkstatt da im Norden freischalten. Diese da. Das ist dann ja nicht allzu schwer, das ist in einer Folge locker geschafft. Wir müssen halt so 4 Punkte transportieren. Ich glaube 2 pro Tour kann man machen. Das heißt zweimal die Straße fahren. Ja, und danach werden wir noch nicht die Karte drehen, sondern das Holz da abholen von der Werkstatt aus. Den Weg hier fahren. Bis hierhin. Aber ich glaube, die letzte Holzlieferung wäre echt ein bisschen spannender machen, indem ich diesen Weg hier nehme. Durchs Wasser. Und dann hier irgendwie lang. Mal gucken. Nicht, dass wir jetzt dann die ganze Zeit die gleiche Tour fahren. Ist ja auch langweilig. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und man sieht sich, man hört sich, wie auch immer. Tschüss.